Hey, ich bin Timo und diese Parfums haben mich überrascht. Ob positiv oder negativ, das sei mal dahingestellt, aber so oder so haben die mich überrascht. Ab geht's! Ihr kennt das sicherlich. Ihr bekommt etwas von einem Duft mit, der weckt euer Interesse und dann kommt schon irgendeine Erwartung hoch, ne? Und irgendwann ist dieser Duft bei euch, ihr checkt den und denkt, entweder, ja, wow, das ist ja noch krasser als ich dachte. Manchmal denkt ihr auch, gut, dass ich mir den nicht blind gekauft habe. Also wenn es eine Abfindung war auf jeden Fall, so ging es mir richtig oft schon in meinem Leben. Also, das sind Parfums, die haben mich überrascht, ja. Viele verschiedene Gründe sind hier am Start und ich freue mich, euch mitzunehmen. Und wenn du öfters mal mitgenommen werden willst, wie ein heißes Girl im Club, dann folgt mir gerne. Mich würde es nämlich sehr, sehr freuen. Alright, dann würde ich mal sagen, starten wir das Ganze mal. Ja, ab zum ersten Duft. Normalerweise bin ich ja ein Freund der frischen, fruchtigen Düfte, gerne auch süß dazu, also alles, was ich nicht bin. Und als ich den hier dann doch gerochen hatte, dachte ich, ey, den brauchst du. Der passt zwar nicht zu deiner Lieblingsduft-DNA dazu, ja, aber Vielfalt ist auch in einer Duftsammlung sehr wichtig. Und ja, ich weiß, er ist sehr gehypt. Aber was will ich dir sagen? Ich war überrascht, dass ich diese Duftrichtung mag und haben musste. Ja, the hype is real. Und ich rieche hier in dieser Stadt ganz wenige Parfums öfter als den hier. Eigentlich nur ein, One Million. Aber den rieche ich auch richtig oft. Von Louis Vuitton, Ombre, Nomad, Oud, Weihrauch. Und diese geile, fruchtige Himbeer macht das noch so geil, unique, einzigartig. Dieses bisschen Fruchtigkeit macht diesen Duft wirklich einzigartig geil. Ne? Also wie gesagt, ich mag es fresh, fruchtig, süß. Da ist er jetzt nicht so ganz für pikant. Auch jetzt nicht so für Komplimente. Auf der Arbeit kriege ich da nicht immer ganz so gute Sachen zu hören, wenn ich den trage. Gut finde ich ihn trotzdem und das ist schon ein dunkles Träumchen, oder? Der zweite Duft war eine überraschende, fremde Begeisterung. Und da merkt man, die Duftliebe, die ist allgegenwärtig. Ich war am Flughafen in Hamburg mit meinem Kumpel auf dem Weg nach Mailand. Und was machst du auf dem Flughafen? Natürlich, du checkst Parfums. Ja, so kann man die Wartezeit ja gut verkürzen. Und haben da ein bisschen herumgeschnüffelt, hier und da. Ja, und irgendwann war ich an so einem kleinen Stand, ne, von Zarco Parfums. Ja, hab mich da so durchgeschnüffelt, fand auch so einen ganz nett, so. War noch nicht ganz durch. Und dann kommt eine Dame an mit ihrer Freundin und hat da so gequatscht. Ah ja, hier, oh, der eine Duft, ich glaube, ich muss mir den holen und so. Und dann ging meine Lausche auf. Was findet sie denn da gut? Und dann griff sie zu The Beach. Ja, kam mir raus dieses Jahr. Das ist so ein Cocktail-Duft mit Kokosnuss. Und der riecht so wirklich nach Sommer, Sonne, Sonnenschein mit so einem Kokos-Cocktail. Richtig schön. Ich glaube, dass die Frauen den richtig feiern würden für den Sommer. Ist auch was für euch Boys, wenn ihr Bock habt, so zu riechen wie ein tropisches Paradies. Ja, warum auch nicht? Und ja, dann nimmt sie den Flakon so, oh ja, war am Hin und Her überlegen, ob sie sich den holt. Und ich habe es ihr ausgeredet, weil der war viel zu teuer. Der kostet da 250 Euro, 230. Und dann meinte ich zu ihr, nee, das ist zu teuer, lass mal liegen. Und hat sie dann auch gemacht. Ne? Ich habe gezeigt, hier, Flaconi kostet das Ding 170, glaube ich, war das ungefähr. Und das war eine überraschende Begeisterung für einen Duft. Die kam auch, glaube ich, zweimal insgesamt immer. Ne? Und hat überlegt und irgendwann meinte ich so, nee, hol den dir nicht. Ganz locker, fahrst mal im Urlaub und dann holst du dir mal schön online. Da sparst du ein bisschen Geld und kannst im Urlaub ein bisschen, keine Ahnung, das Geld für ein leckeres Eis ausgeben. Und ich war überrascht, dass der Duft aus dieser Line gut war, weil ich hatte, glaube ich, alle außer den gecheckt gehabt. Ich war überall am Rumchecken. Und ja, der war echt cool paradiesisch. Und wenn du sowas suchst, ey, gerne mal auschecken, ist ja auch was Neues, das geht dir immer. Ja, das war ein richtig gutes Ding. Ob sie sich den gekauft hat? Ich denke schon. Dieser Duft hat mich überrascht, weil Haltbarkeit ist gut. Preis-Leistung ist auch gut.
Das ist eine echt schöne Duft-DNA. Das passt alles. Und vor allem hat mich eins überrascht, dass man den absetzt. Er wird discontinued und das ist schon heftig. Das ist der hier, mein Sugar Daddy Duft. Ja, Acqua di Gio Profumo. Frisch, würzig, das riecht wirklich wie so ein wohlhabender italienischer Sugar Daddy. Ach, wie kann man den nur absetzen? Ich fasse es nicht. Das hat mich sehr überrascht und euch wahrscheinlich auch. Also schnell nochmal nachholen, solange es den noch gibt. Dieser Duft war für mich sehr überraschend, weil für wenig Geld, ja, gibt es schon so für 30 Euro, kriegst du einen echt guten Duft, der nicht nach 30 Euro riecht. Nein, überhaupt nicht. Den können sie auf 80, 90 Euro setzen für 50 ml und ich denke mal, Leute würden den kaufen. Ist kein Blindkauf, sage ich mal so. Ja, du musst es wirklich waldig, dunklig, erdig mögen. Und wenn du dann sagst, ja, das mag ich und ich will es richtig günstig haben, aber es soll nicht so riechen, dann von Lalique, der ist da hinten, Encre Noir. Das ist ein Düftchen, der hat mich sehr überrascht, wie gut der riecht für so wenig Geld. Hut ab, absolut. Dieser Duft hier jetzt, okay, das wird jetzt ein bisschen controversial, denn ich mag ihn nicht. Nein, sorry. Ich weiß, viele von euch finden den toll. Das ist etwas für so einen Classy-Typ mit Niveau, mit Anstand, der es geschafft hat. Ihr wisst, was jetzt kommt. Also, das passt auf jeden Fall nicht zu mir. Und ja, dieser Duft passt auch nicht zu mir. Überrascht hat mich, dass der so viel Hype hat. Und ich ihn dann aber auch null mag. Wirklich. Das ist, bitte nicht hauen, das ist nämlich von Hermes de Ted Hermes. Das ist gar nicht meine DNA. Für mich riecht das wie so ein krautiger Biolehrer, der seit x Jahren immer den gleichen Unterricht macht und dann halt auch diesen Duft benutzt. Wer sie wäre Orange, das ist, klingt vielleicht okay, aber das, oh, sorry, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich den nicht mag, aber mich hat es überrascht, dass der so viel, ich will nicht sagen Hype, aber so viel Anerkennung erfährt und so viel ihn gut finden und ich damit gar nicht klarkomme. Dieser Duft hier hat mich überrascht, weil der so rock'n'roll ist. Das ist einfach Hammer. Das passt zu dir, wenn du so ein richtiger Bad Boy Typ bist oder so ein Rockstar. Ne? So ein Tommy Lee Typ, der gerne mal ein Hotelzimmer zertrümmert, dann passt der Duft zu dir. Nimm den auf Wacken. Ei. Mehr Rock'n'Roll geht gar nicht. Von Serjoff. Tony Iommi Monkey is Special. Ich weiß, der Name ist so holprig wie die Straßen meiner Heimatstadt. Aber das ist wirklich, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Bad Boy, Rockstar-Typ, dann brauchst du den. Da kommst du gar nicht drum herum. Der hat alles, was man so als Bad Boy braucht. Er ist wild, aber auch süß verführerisch. Das zusammen mit viel Haltbarkeit. What a Duftmatch, wirklich. Ist nicht ganz so günstig, aber dafür ballert der mehr als ein Rockstar, sag ich dir. Krasses Ding und das hat mich ganz schön überrascht. Bei diesem Duft hier, da habe ich was mitbekommen, dachte, okay, klingt ganz cool, hol mir eine Abfüllung. Fand ich ihn auch ganz gut dann immer noch, ne? Dachte so, oh, cool. Echt, der ist cool. Und war echt dabei, mir den zu kaufen. Geh dann online, schau nach, was der dann gekostet hat und dachte so, Alter, den kaufst du dir nie. 450 Euro auf 100 ml, da muss man schon verrückt sein, wenn man sich den hier kauft. Sketchbook aus dem Hause Serjoff, das ist wirklich so ein Allrounder. Frisch und sexy, ein, ja, 1 Million Dufttyp, wenn du das bist. Und sagst, ey, ich hätte diese DNA gerne für, ja, 365 Tage im Jahr, bisschen lockerer, in Nischenform, dann den hier auschecken. Aber ein bisschen Geld solltest du schon auf dem Konto haben, weil der schon richtig teuer ist. Ich habe allerdings keine 450 Euro bezahlt. Okay, ihr wisst, Parfumo regelt. Das war immer noch sehr teuer, aber so, dass ich sagte, okay, komm, los, ne? Überraschend teuer das Ding, aber schön ist er trotzdem. Ach ja, so bin ich. Bei diesem Duft hier war ich überrascht, wie viele Frauen den gut finden. Ich hatte ja mal Umfragen gemacht unter Damen und hatte da gefragt, ey,
Welche Parfums willst du an einem Mann riechen? Was ist sexy? Und, und. Und den haben richtig viele genannt und dazu auch immer geschwärmt, wie der riecht. Und ah, mein Ex-Freund hat da noch gerochen. Ich mag das eigentlich auch gar nicht riechen, aber es ist irgendwie auch so toll. Und das hat mich echt überrascht, wie viele davon geschwärmt haben. Und wenn ich den hier so rieche, dann, ich kann es verstehen. Absolut bekannt, hyper Topseller. Viele wollen den wahrscheinlich jetzt auch gar nicht mehr hören. Nein, es kommt nicht Dior Sauvage. Aber das ist schon so ein, ja, ist ein Panty Dropper aus den 90ern, ne? Le Mal. Ich brauche euch nicht sagen, wie der riecht. Ihr wisst es. Und es ist schon geil. Ja, und die Mädels scheint verrückt zu sein danach. Immer noch. Bei diesem Moschusduft, der relativ neu rauskam, das ist nämlich von MFK, der 724, da war ich erstaunt, wie sich dieser Duft entwickelt. Am Anfang auf dem Duftstreifen, ich dachte, boah, richtig geil, richtig schön fürs Büro, ne? Schöner, klarer Moschus, easy zu tragen, ey, den kannst du ja immer fürs Büro nehmen, ne? Also auf dem Duftstreifen, Hammer. Was habe ich dann gemacht? Test Nummer 2, nimmst den mal zum Sport oder so, trägst den mal. Ich sprühe mir den auf der Haut auf und dachte, nee, Timo, das kannst du nicht tun. Viel zu weiblich hat er sich entwickelt, viel zu blumig. Das war dann gar nicht mehr so mein Ding. Da war ich erstaunt, wie sich der gewandelt hat. Ne? Deshalb testet Parfum nicht nur mal eben kurz, ne, auf dem Sample-Kit-Streifen raufballern, sondern nein, ruhig mal auf der Haut, den auch mal einen Tag tragen. Und dann kommt vielleicht mal sowas zutage. Der hat mich einfach überrascht, dass der dann doch nichts für mich war. Ich bin schuldig, dass ich diesen Duft überraschend ignoriert habe. Wie konnte ich nur? Aus dem Hause. Parfums de Mali. Percival. Alle sagen immer, das ist so ein toller Duft, hier und da und da. Ich habe das irgendwie nie wahrhaben wollen, bis ich dann doch irgendwann mal in Ruhe den zum dritten, vierten Mal gecheckt hatte und dachte, Timo, da hast du ja nie drüber geredet. Das ist so ein geiles Ding, den kannst du sowas von einfach tragen. Ein Duft mit ja, lockerer Lavendelnote, mit Mandarine. Das ist so, als ob du frisch geduscht im Sommer aus der Dusche kommst, du strahlst, alles ist nice und der Tag kann starten und du hast einen richtig positiven, geilen Tag. So riecht dieser Duft. Percival ist geil. Und Timo, dass du den nicht vorher intensiver getestet hast, da sollte ich mich jetzt schämen, aber ihr wisst ja, lieber spät als nie. Und jetzt bist du dran. Welches Parfum hat dich überrascht und wieso? Ganz egal, ob positiv oder negativ, ich will das mal wissen, da kommen bestimmt ein paar interessante Geschichten ans Tageslicht. Oder etwa nicht, okay? Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Wir sehen uns bald wieder. Eure Duftüberraschung der Woche? Nee, nicht ganz. Eure Duftüberraschung des Tages. Timo! Das bin ich.